Wenn Oliver Meise neue Rezepte ausprobiert, dann braucht er die Hilfe seines Sohnes René. Nein, ach doch. Ja, hier ist so eine Tüte jetzt zum Beispiel. Ja, und dann steht ja eigentlich hier hinten immer alles drauf. Und ich sehe hier zum Beispiel jetzt hier so das Wasser, Öl und so, das kann ich alles noch lesen. Jetzt ist das auch alles wieder zu klein. Das ist aber zu klein, ey. Da müsste ich die Lupe haben, ey. Da siehst du, weiß, was größer ist. Ja, da ist ja nichts Größeres drauf. Das ist alles hier oben, warte mal. Ne, da ist ein CH. Na, was machst du gerade? Du? Kochen. Kochen, ja. Koch und dann, was steht danach? Kochen. Ne. Wo nehmen Rapper ihre Musik auf? Eben? Kochstudio. Ja. Ja, Kochstudio. Ja, Kochstudio, aber warte mal. Ja, das hast du schon gelesen. 300 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Sahne. Das hast du ja hier alles unten schon gelesen jetzt. Das habe ich ja jetzt im Kopf gespeichert jetzt. Das speichere ich ja dann. Viele speichere ich ja jetzt. Eigentlich brauche ich immer die Kinder dafür. Dann, wenn ich jetzt irgendwas koche. Oliver hat 4 Kinder. Der 17-jährige René und sein kleiner Bruder wohnen im Moment bei ihm. Vom Problem des Vaters wissen sie schon lang. Ne? So ungefähr. Da habe ich den LKW. 7, 8, 9. Ungefähr. Da habe ich dann halt gewusst, okay, mein Vater kann nicht lesen und schreiben so, ne? Weil, keine Ahnung. Wenn man, sag ich mal, jetzt so Filme guckt, so, die lesen ja auch und lassen sich das nicht vorlesen, so, ne? Wenn dann da irgendwer was macht, so, also keine Ahnung. Da wusste ich so, okay, zum Beispiel, mein Vater kann nicht lesen und schreiben. Ja. René hat sich mittlerweile daran gewöhnt und unterstützt seinen Vater, wenn es nötig ist. Bei Briefen halt, ne? Wenn er Briefe bekommt, da merke ich es halt am meisten. Ne? So. Und da wirst du dann immer um Hilfe gebeten? Teilweise. Also, ja, wenn zum Beispiel mein Vater jetzt niemand anderes hatte, dann ja. Olivers größter Wunsch? Dass seine Kinder einen ordentlichen Schulabschluss schaffen und es leichter haben im Leben als er. Hier sind wir auf meiner alten Schule, ne? Also hier war halt meine Schule, wo ich dann nach der Grundschule hinkam und ja, und dann ich hier meine Zeit verbracht habe, ne? Eine lange Zeit. Ne? Damals war hier eine Förderschule. Auf die wurde Oliver schon kurz nach seiner Einschulung überwiesen. Also hier war immer Lehrerzimmer, das heute noch ist. Jo, Lehrerzimmer. Lehrerzimmer. Ist immer noch wie früher. Lehrerzimmer, cool. Hier war meine Klasse damals. Was das heute ist, weiß ich jetzt nicht für die Klasse, aber früher war das hier, genau. Wie gesagt, ne? Ich habe ja auch immer hier oben gesetzt. Ich konnte immer auf die Autos da unten gucken, weil der Parkplatz war immer für leer aus. Ich habe mich geschämt. Ja, und durch dieses, weil ich ja wusste, ich kann nicht. Ich kann nicht schreiben und ich kann nicht lesen. Ich bin dann raus, aus der Klasse raus und bin dann abgehauen und bin dann gegenüber vom Sportplatz zu meiner Oma gerannt, die da gewohnt hat. Habe ich dann Apfel gegessen, die hat mich dann so ein bisschen beruhigt. Ja, und zu Hause hatte ich dann halt nicht immer einen, der mir dann zugehört hat, der dann mich da unterstützt hat oder geguckt hat, woran das liegt. 3-mal musste er die 3. Klasse hier wiederholen. Danach ging er auf eine andere Förderschule. Einen Schulabschluss hat er nie gemacht. Schade. Für mich jetzt. Gerade so zum Nachdenken. Wo wäre ich heute? Was hätte ich heute gemacht und so? Da hätte ich vielleicht nicht, ja, die hätte hören sollen. Meine Mutter, mein Vater, auch ein bisschen auf die Lehrer aus.
Vielleicht bin ich dann ja auch selber schuld. Das ist nicht einfach. Für mich, der ist für mich und der ist für mich. Ja, die Werbung ist nicht für mich. Ja, eine Post bekommen. Okay. Ja, ist mein Jobcenter Bescheid. Da muss ich gleich meine Schwester fragen, ob sich da was geändert hat. Melanie, check. Ich rufe die nochmal an, guck die. Hat ja auch Freisprechanlage im Auto. Oh. Ja, hör mal, bist du auf dem Weg zu mir? Ja, dann gut, dann kommst du jetzt, ne? Okay. Die Post ist eine tägliche Herausforderung für Oliver. Er wohnt mit zwei seiner Kinder in der oberen Etage eines alten Hauses am Stadtrand von Essen. Im Alltag hilft oft die moderne Technik. Hallo, Mama. Könntest du morgen vielleicht aufpassen, weil ich morgen mit einem Kollege zum Flughafen fahren muss? Und er kein anderes Auto hat, hat er mich gefragt, würdest du mir eine E-Mail schreiben oder mich einmal anrufen? Flughafen fahren. Am Computer oder Smartphone nutzt er die Diktier- und Vorlesefunktion. Ich glaube, ich auch einen Fehler. Ich bin schon halt immer auf Hilfen angewiesen, ne? Also ist so nicht, dass ich jetzt hundertprozentig kann. Ich kann natürlich auch schreiben jetzt, das wird jetzt länger dauern. Vor allen Dingen länger dauern. Es wird mir nach 5 Minuten Kopfschmerzen oder wirklich 10 Minuten, wirklich, wenn ich jetzt schreiben würde, müsste ich entweder noch, ja, wenn ich jetzt sagen darf, Shisha rauchen, so zwischendurch mal kurz Pause machen, Musik, mich wieder hinsetzen, wieder Pause, wieder, wenn ich richtig langen Brief schreibe. Ja, einen ganzen Tag. Einen ganzen Tag sitze ich da dran. Das ist kein Witz. Wenn ich den fertig mache, sitze ich den ganzen Tag da dran. Wenn ich so mit Schreiben und, also dann sitze ich den ganzen Tag an einem Brief. Das ist so. Ja, zum Beispiel, das ist jetzt meine Schrift da, ne? So ist jetzt hier, so wie ich jetzt geschrieben habe da, ne? Wie, du hast dir so geschrieben? Ja. Oliver ist momentan arbeitslos. René, gehst du kurz einmal machen? René! Und streitet um das Sorgerecht für zwei seiner Kinder. Wie weiß das ja? Komm ruhig rein, schau mal, Melanie. René! Schreiben vom Gericht oder Jobcenter, dafür braucht er die Hilfe seiner Schwester. Sie hat den Hauptschulabschluss geschafft und arbeitet bei einer Reinigungsfirma. Ja, geh mal aus meiner Jacke, Melanie. Kannst du mal gucken, was das ist? Ich hab da... Ja, warte gleich. So, ich hab hier die Briefe, die heute gekommen sind. Eigentlich ist halt das Jobcenter, das ist klar. Ja. Aber hier, jetzt weiß ich jetzt wieder nicht, hier steht wohl wieder Vollstreckung. Wegen irgendwas mit Gerichtskosten, genau, die man zahlen muss. Genau, Vollstreckung. Ja. Vollstreckungsankündigung. Ankündigung wieder? Wegen Gerichtskosten. Gegen Gerichtskosten, ja, die laufen ja jetzt schon die ganze Zeit. Ja, muss aber bezahlen, ja. Weil hätte schon längst machen müssen. Ja, ist er. Du hast nur noch 2 Wochen Frist. Hast du denn gemerkt, dass er manchmal drunter gelitten hat, dass er nicht lesen konnte? Doch, hallo. Ja. Klar. Bis heute noch auch, ja. Aber ich sag ja, wenn ich alleine bin, muss ich dann... Ja, aber... Ja, Wein bringt auch nichts. Ja, aber... Ne? Ja. Ja, da hast du nichts von. Wie hast du das erste Mal mitbekommen, dass es mit dem Lesen da nicht so klappt? Ja, weil er so, ich würde mal sagen, viel vor der Tür saß, anstatt in der Klasse, um zu lernen, ne? Gut, ich sag mal, du hast früher auch, was war das, Anfälle hast du gehabt, ne? Genau, epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle so. Hat er früher auch gehabt, musste Tabletten nehmen. Mhm. Ne? Und irgendwann ist ja dann der Papa weg gewesen, der Vater. Und dann, erzähl ruhig die Geschichte, ich hab nichts. Er war Vatersohn. Ja, und dann fing es an halt nicht zur Schule oder für sich vor der Tür zu setzen und nicht in der Klasse. Keine Lust mehr gehabt hat er. Keinen Bock mehr gehabt zum Lesen, zum Schreiben, zu nichts. Und deswegen ist er Analphabet geworden.
Weil er halt nicht die Jahre halt, ne? Auch. Ich sag, das gehört alle dazu. Ja. Ne? Ja, aber ich war ja ein paar Jahre da, ne? Ja. Olivers ältester Sohn René besucht die 9. Klasse einer Gesamtschule. Der 17-Jährige verbringt, wie viele Jugendliche, viel Zeit mit Computerspielen. Bestimmt so 4-5 Stunden. Pro Tag? Okay. Kommt drauf an, wie gesagt, was ich mache. Ne, also, gibt es auch Tage, da spiele ich nicht. Ne? Seit 2 Jahren geht er nur noch unregelmäßig in die Schule. Wieso bist du denn die meiste Zeit nicht gegangen zur Schule? Weil ich halt viel Stress hatte so in der Schule und halt auch zu Hause. Und halt, ja, meistens halt die ganze Nacht wach war so. Und wieso warst du die ganze Nacht wach? Weil ich halt viel Stress hatte und viel nachgedacht habe so. Ja, aber seit neuestem gehe ich eigentlich früh ins Bett so. Zum Beispiel jetzt seit, ich glaube, Monat gehe ich so 22, 23 Uhr im Bett so. Seit die Eltern sich vor ein paar Jahren getrennt haben, wohnt René bei seinem Vater Oliver. Zusammen mit seinem kleinen Bruder, der nicht gefilmt werden möchte. Sie haben 2 Schwestern. Eine lebt bei der Mutter, die andere bei einer Pflegefamilie. Ist ja nur Wasser und geschnitzeltes Gewürze und ist ja Reis. Oliver kocht jeden Tag für seine kleine Familie. Guten Appetit. Er will ein guter Vater sein. Ich hoffe, dir schmeckt das. Lesen können jedenfalls alle seine Kinder. Ich habe immer schon die Angst gehabt und immer schon die Sorge gehabt, dass ein Kind von mir da Probleme kriegt. Immer, schon immer. Deswegen habe ich mich ja dahinter gesetzt und habe gesagt, ich will als Vater nicht, dass meine Kinder genau so was durchmachen müssen wie ich. Wir wollen doch nur, dass du vernünftig deinen Weg gehst. So, mehr wollen wir, aber den Weg machst du ja nicht für uns. Ja, für ich dich. Weiß. Ich kann das verstehen, aber es sind halt, wir sagen, es ist halt nicht immer einfach irgendwie, jetzt sag ich mal, ja, früh aufzustehen, so. Es hat nie eigentlich Probleme gegeben. Das Einzige, was dann passiert ist, dass du einfach wirklich hier mit dem Zucken, das kannst du abstreiten, so viel du willst, auch wenn das nicht deine Meinung ist. Du hast ja gesagt, du willst YouTuber werden. Na, hab ich gar nicht gesagt, ich will gar kein YouTuber werden. Ne? Ich bin damit so durch das Leben gekommen. Ich habe mich so durchgeschlagen. Ne? Es ist peinlich auf eine Art, ne? Oder war das nicht peinlich, aber du hast die Menschen, die verstehen hat. Du hast aber auch Menschen, die nicht verstehen. Meine Kinder haben es verstanden. Die haben mit mir nicht zu Vorwurf gemacht. Die haben auch nie gesagt, hör mal, du hast nichts gelernt, dann brauche ich auch nichts lernen. Nein, nein, das haben die nicht gemacht. Aber das, für mich ist das einfach ein Scheißgefühl. Warum hier hoch? Ja, weil das ist ein Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich dann oben sitze auf die Bank, die da ist, wo ich drüber nachdenke, was habe ich vielleicht doch falsch gemacht, was habe ich nicht falsch gemacht. Oder haben seine Eltern etwas falsch gemacht? Die 3. Klasse kam ich und ich konnte nicht weitermachen. Ging nicht. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt und der Kopf wollte nicht. Ja, und dann bin ich einfach, ne, ja, gesagt gehabt, Mama, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, sag mir warum. Ihr sagt immer alle, ich bin alleine schuld. Ich möchte halt wissen, warum, weswegen. Ich das wirklich nicht kann. Ich kann das nicht alleine gewesen sein. Ja. Und die hat nur gesagt, ja, frag mich, wenn ich gesund bin. Ich habe dir immer gesagt, ja, und dabei liebe dann auch. Ne? Wie gesagt, hier ist die Bank halt, wo ich mich echt immer hinsetze. Warum hat ihm niemand helfen können, als er ein Kind war? Und warum hat er auf diese Frage nie eine Antwort bekommen? Das lässt ihn nicht los. Meine Oma hat mir immer gesagt, ich soll nicht mehr fragen. Ne, die hat mir das so erklärt, dass meine Mutter halt früher, war ja früher so, die waren ja für die Zeche am Arbeiten oder so in den Großküchen. Und ja, da waren die dann ziemlich junge Mädchen und ja, meine Mutter war immer krank. Meine Mutter war immer krank und konnte dann nie zur Schule gehen. Das hat meine Oma mir erzählt. Ja, und meine Mutter konnte auch nicht, kann auch nicht richtig schreiben und lesen. Aber die gehört zu den Leuten,
die das nicht zugeben können, die das auch verstecken heute noch. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt, eine super Kindheit, echt, kann ich nicht meckern. Ja? Aber ich hätte mir mehr Unterstützung von meinem Vater gewünscht, von meiner Mutter. Einmal die Woche geht Oliver in die Volkshochschule, in einen Alphabetisierungskurs. Hallo. Hi. Hi, alles klar? Ja, gut. Hallo, alles klar? Wie geht's? A. Genau. N. Schneemann. Doppelt N. Doppelt N, genau. Weißt du noch, warum? Das ist kurz. Was ist kurz? Das M-A, das hört man nicht. Das A ist kurz. Das A, ja, das A. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Aber nur wenige geben das auch zu und melden sich für einen Kurs an. Aber ich bin mir da halt ja immer unsicher. Ist das jetzt ein A, ist das jetzt ein E? Oder ist das jetzt, ne, das ist immer unterschiedlich. E. Man lernt ja auch nicht nur das Lesen und Schreiben, man lernt ja auch die Sprache, das Umgehen mit den anderen Menschen, die, ne, der andere kann, hilft mir, den anderen helfe ich, ne, am PC oder mal da, oder wenn wir am PC sitzen. Ich lerne immer was, wenn ich von hier nach Hause ausgehe, ne? Ist immer so. Seit 5 Jahren kommt er 1 bis 2 Mal in der Woche her. Florian Schudack hat Geduld. Genau. Wir können nicht für jeden Tag 8 Stunden Unterricht machen. Das passt einfach mit deren normalen Leben nicht. Die haben Kinder, die haben teilweise Berufe, andere Aufgaben. So, da können wir nicht einen ganz normalen Schulablauf quasi machen. Und deswegen dauert das bei vielen einfach ja, echt ein paar Jahre quasi, bis sie auf dem Level sind, was sie sich auch vorstellen. Fortschritte hat Oliver jedenfalls schon gemacht. Oliver hat seine Mutter zum Frühstück eingeladen. Er will endlich einige seiner Fragen mit ihr klären. Mama, erzähl mal, aus deiner Sicht, wie das mit der Schule früher war. Ne? Warum habe ich von euch die Unterstützung nicht gekriegt? Warum kann ich heute nicht schreiben und nicht lesen? Sie ist eine Stunde zu spät. Hör mal, Mutter, du wolltest schon längst hier sein. Warum kommst du nicht jetzt? Du, nee, du kannst jetzt mit der Melanie kommen, Mama. Ja, doch. Mutter, Mutter, das will ich gar nicht wissen. Es war ausgemacht, dass du um 12 Uhr hinkommst. Du hast zu mir gesagt, du kommst zu mir. Du hast gesagt, du kommst zu mir. Ich habe die Brötchen alles geholt für die und ja, ist gut. Okay. Ja, dann muss ich gucken. Ciao, tschüss. Bis später. Ciao. Ja, bis später. Tschüss. Sie schämt sich für ihren eigenen Sohn. Sie schämt sich jetzt für mich, dass ich hier sitze und sage, ich kann nicht schreiben und lesen. Ganz einfach. Mein Vater genauso. Ist das so? Das ist so, doch. Das ist so. Wenn mein Sohn wieder gleich kommt, wenn ich ihn gleich abhole, mein Sohn, dann. Ja. Und wieder steht er ohne Antwort da. Wie schon so oft. Also, wenn ich ehrlich bin, tut mir innerlich auf jeden Fall weh. Ne? Also, mich hat das. Also, ich weiß, ja. Ich kann das mit Worten gar nicht beschreiben. Ja, auch wenn ich so einen Bauch habe, wie ich jetzt habe. Aber trotzdem habe ich innerlich komische Gefühle, die kann ich nicht beschreiben. Ist Traurigkeit. Traurigkeit gegenüber, ja, Traurigkeit einfach nur. Traurigkeit ist ein bisschen sauer, aber Traurigkeit ist halt einfach nur Traurigkeit. Ne? Oliver hilft regelmäßig Freunden und Verwandten. Heute repariert er das Auto seiner Tante in einer Mietwerkstatt. Der Auspuff muss gewechselt werden. Kfz-Mechaniker werden, das war immer Olivers Traum. Einen ordentlichen Beruf erlernen, unabhängig sein, Geld verdienen. Ein ganz normales Leben eben. Erstmal gucken, ob der überhaupt
Ich schiebe ich die Klemme darüber, aber die mache ich gleich ab, weil ich habe eine neue drin. Er sagt, er hatte als 18-Jähriger sogar eine Zusage für einen Ausbildungsplatz. Obwohl die Werkstatt wusste, dass er nicht lesen kann. Ich bin dann zum Arbeitsamt gegangen, habe mit die gesprochen und die haben dann gesagt, nee, ich bin zu teuer. Also die Ausbildung für mich, die wäre zu teuer, weil ich soll erstmal in eine Schule gehen und richtig schreiben und lesen lernen. Ja, und wenn ich schreiben und lesen kann, dann soll ich zum Arbeitsamt zurückkommen und dann kann ich anfangen eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker machen. Das war damals Stand der Dinge zu meiner Zeit. Ja, dann bin ich ein bisschen halt sauer geworden. Da besorgt man sich alles, was man dafür braucht. Und dann darf man das nicht machen. Ne? Sein Traum von einer Berufsausbildung war erst einmal geplatzt. Und jetzt? Eine lange Zeit jedenfalls wussten nur das Jobcenter und die Familie von seinem Problem. Ich glaube, das erste Mal, wo ich offen darüber geredet habe, war dann, als ich dann, glaube ich, den Führerschein gemacht habe. Den durfte er mit Sonderantrag mündlich machen. In der Hoffnung auf einen Job traute er sich sogar an den LKW-Führerschein heran. Zugeben, dass er nicht lesen kann, fiel ihm noch schwer. Weil mir das peinlich war. Das ist mir peinlich dann, also zu der Zeit war es mir noch peinlich, dass so, ich sitze ja auch so manchmal zu Hause dann und natürlich tue ich darüber auch dann traurig sein und weinen und alles, ne, weil das ja auch wehtut. Ne, das tut ja auch weh, den Leuten das zu erzählen, aber das Weinen, das mache ich nicht vor den Leuten. Ungefähr 50 Stunden Theorie hat Oliver für den LKW-Führerschein gebraucht, vor 11 Jahren. Unterricht für einen, der nicht mitschreiben kann? Für seinen Fahrlehrer war Oliver ein besonderer Schüler. Beim Unterricht, da hat er Fragen gestellt. Gestellt, ja, das habe ich. Ganz genau. Ja. Und was ich natürlich haben musste, Geduld, ne? Ja, ja, klar. Sehr viel Geduld, also das war so. Oder ich habe ihn einfach nur zuhören lassen. Zuhören lassen. Dass er noch was lernt zusätzlich, genau. Ohne dass ich ihn drangenommen habe. Weil genau, so ja. Vor versammelter Mannschaft vorführen und so weiter ist also garantiert nicht so mein Ding. Genau, ne? Ja. Oder beim LKW muss man auch so eine Abfahrtskontrolle machen. Ja, da gibt es so 10 Karten. Und da haben wir viele Stunden verbracht. Ne? Ja. Bis ich die alle drin hattest. Ne? Und der Prüfer hat dann, glaube ich, vorgelesen. Ne? Vorgelesen, die ganz Fragen. Genau. Der war kooperativ. Ich musste ihm dann zu jeder Frage, musste ich ihm dann das ganz erklären. Genau, so war es. Genau. Da ist ein guter Freund von Kindheit hier reingekommen, der hat gerade zu der Zeit Motorrad gemacht. Und er so direkt, ja, Frau Matzke, da müssen aber Gummibäume pflanzen, wenn der den LKW-Führerschein besteht. Schriftlich. Schriftlich und dann habe ich gedacht, hast du schon Pech gehabt. Schriftlich habe ich ihn gerade bestanden. Manometer, alles. Und dank Dieter Groß schaffte er auch die praktische Prüfung. Geübt haben. Genau. Kessel 1, Kessel 2. Ja, klar. Genau, ne? Das habe ich noch in der Hoch. Dann steht ja. Ja, überall steht ja die Namen drauf. Genau. Das ist die Fußbremse. Es war für mich ein Erfolg und ich war glücklich und ja, dafür, dass ich als Dummer immer abgestempelt worden bin, weil ich nicht lesen und schreiben kann. Viele haben es so gemacht und gesagt. Und das war wieder für mich zu sagen, hör mal, ja, ich habe den LKW-Führerschein dafür. Ich kann den LKW auch noch bedienen oder ich kann den auch noch fahren. Ja? Bis vor, dass es vorbei ist. Ne? Einen festen Job als LKW-Fahrer fand Oliver aber trotzdem nicht. Er bewarb sich auf dem Friedhof. Und dort stellte man ihn an, als Grabpfleger. 12 Jahre lang machte er diese Arbeit. Dann gab es Veränderungen in der Geschäftsführung. Und Oliver war den Job wieder los. Jetzt pflegt er nur noch die Gräber seiner Verwandten. Heute hilft ihm Tochter Selina. Die 18-Jährige lebt bei ihrer Mutter. Seit 3 Jahren ist sie nicht mehr zur Schule gegangen. Aber für eine Ausbildung braucht sie einen Abschluss. Ja. Ist das eine Sache, die du dir auch vorstellen könntest? Grabpflege? Ja, klar. Gartenlandschaftsbau, Floristik und so. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Deswegen, wenn ich meinen Abschluss gemacht habe und so und ich dann eine Ausbildung anfange, vielleicht fange ich ja dann eine Ausbildung an für Gartenlandschaftsbau oder Floristik oder sowas, weil das ist das, was bis jetzt am meisten besprochen wurde. Oliver hat ihr vor kurzem geholfen, sich wieder anzumelden an einer Abendschule. Wir haben sich wieder richtig festgefressen. Ja, du kannst hier oben abreißen. Guck mal, entweder drückst du hier einmal hier hinten drauf, so, auf den und dann geht das ab. Mach nur eine hier hin und mach die weiter rüber ein bisschen, nicht nur am Stein. Dann warum? Dann machst du die so wieder und dann gehst du raus. Eigentlich fällt man von oben an. So in weiten Abständen, so dass du genug, weißt du. Papa, ich mach das nicht zum ersten Mal. Ja.
Ihm konnte bei seinem Job niemand helfen, wenn es etwas zu lesen oder zu schreiben gab. Und klar, ich habe auch von Kunden manchmal auch vieles. Ja, ich habe so getan, als ob ich alles aufgeschrieben habe und habe das hier im Kopf behalten. Und bin dann zu meinem Chef gegangen und habe denen dann gesagt, oder die Chefin hat gesagt, hör mal, ich habe Frau sowieso getroffen. Ja, und die hat mir das und das gesagt. Oder habe zum manchmal auch zu Kunden gesagt, wenn die mich was gefragt hat, ja, haben Sie mal einen Ausweis? Ich schreibe mir mal Ihren Namen ab, dann geht das schneller für mich. Ne? Weil ich da ja nicht so richtig zugegeben habe, dass ich nicht so schreiben und lesen kann. Ne? Bei manchen habe ich das schon, die mich schon lange kannten, die wussten das auch. Und die haben das dann auch immer dann, ne, die haben dann, ich habe alles nur mit Kopf. Mein Leben hat nur noch im Kopf abgespielt. Also, dass der noch nicht geplatzt ist, ist ein Wunder. Als Oliver den Arbeitsvertrag damals unterschreiben sollte, hat er zugegeben, dass er nicht lesen und schreiben kann. Für Petra Schüttert, seine damalige Chefin, kein Problem. Oliver war nicht der erste Mitarbeiter mit diesem Handicap. Die Aufträge waren dann halt immer so geschrieben, da stand Feld- und Grabnummer drauf und halt der Grabname. Und dann halt die Tätigkeiten, die da zu machen sind. Ja, und das klappte eigentlich. Wir sind dann gemeinsam die Zettel durchgegangen. Ne? Also wie mit einem Schulkind habe ich dann versucht, ihm beizubringen, ja, wie er das liest. Ja. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht und hat auch immer geklappt. War überhaupt kein Handicap. Also für uns. Wie war er denn so im Job? Fleißig. Nur die Wahrheit. Bleib. Nur die Wahrheit. Ja, nicht immer ganz so zuverlässig, würde ich sagen, wenn ich ehrlich bin. Tja. Ne? Zwischenzeitlich wurdest du angerufen und genau, hast du alle stehen und liegen lassen und ja, bist gefahren. Ja. Wie gesagt, ich sag mal, beim anderen Arbeitgeber hättest du das vielleicht nicht machen können. Genau. Und hattest jetzt halt Glück. Ja. Ich glaube schon, wenn er irgendwann wieder bereit ist, arbeiten zu gehen, da werden schon, denke ich schon, einige Firmen hier am Friedhof sein, die dich einstellen würden. Ja. Na? Ja, Petri, klar. Denke ich schon. Ja. Ja. Weil du bist ja eigentlich schon sehr beliebt hier. Ja, eigentlich, ne? Dann fang doch am besten gleich an, oder nicht? Wie gleich an? Anzufangen zu arbeiten? Arbeiten, ja. Na, das geht doch nicht. Warum? Ja, wegen den Kindern, ne? Wer macht das denn dann zu Hause, ne? Aber so einfach wie hier auf dem Friedhof hat man es ihm nicht immer gemacht. Bei anderen Jobs half ihm seine Schwester. Hallo, na, mein Schatz. Alles ja, klar? Ja. Sie hat immer einen engen Kontakt zur Familie gehalten. Dann gehen wir hoch. Bei manchen von Olivers Arbeitsstellen war sie die heimliche Mitarbeiterin im Hintergrund. So. Willst du Kaffee? Einen Kaffee nehme ich. Ja. Jo. Ja, Ken. Brauchst du aber nicht kochen. Hast du so Pet oder was? Kannst ja, ich habe doch diesen Dingskaffee für dich. Ach ja, den. Als Oliver nachts bei einem Sicherheitsdienst arbeitete, musste er jeden Tag seine Beobachtungen protokollieren in einem Wachbuch. Und das hat damals jeden Morgen seine Schwester für ihn ausgefüllt. Ja. Milch auf, ne? Nein, ich trinke schwarz. Stimmt, mit Zucker, ne? Nein. Schwarz. Schon wieder vergessen. Doch auch Oliver konnte nicht jedes Detail bis zum Schichtende im Kopf behalten. Zimmer 208, drittes Fenster von rechts war geöffnet, habe ich zugemacht. Musste ich, wie gesagt, musste ich dann in mein Buch unten im Auto schreiben, konnte ich nicht, klar. Ne? Und dann hat meine Schwester das dann gemacht. Hab ihr dann am Telefon gesagt, was alles ich merken muss, was ich nachher in dem Buch reinschreiben musste. Hab die dann angerufen über Telefon und dann hat die sich dann aufgeschrieben und hinterher war das dann eingetragen im Wachbuch. Ne? Das war ja entweder morgens vor der Arbeit oder halt abends, wenn er mal, ne? Oder in der Nacht sogar in immer. In der Nacht habe ich das auch gemacht, ja. Weil er da was hatte, wirklich, ne? Und ja, der musste das sofort dann ausgefüllt haben. Genau. Und dann nachts, ja gut, ich habe mich auch schon mal aufgeregt. Das war ein dickes Buch, ne? Das war. Das hat dich auch schon mal geweckert, mitten in der Nacht hier. Ja, das war auch schon ein paar Mal. Aber sonst, ne? Habe ich das gern gemacht. Sagen wir mal so. Na. Zwei Jahre lang ging das gut. Die Kollegen wussten Bescheid, aber der Chef merkte nichts. Ich bin mit gemischten Gefühlen rumgefahren. Ne? Auf eine Art habe ich ihn belogen. Belogen. Er hat mich nicht danach gefragt, sagen wir mal so. Ne? Und irgendwann hat er das dann oben rausgekriegt, der Chef. Irgendeiner gepetzt. Hat mich einer verpetzt von denen. Ne? Ja, kam dann raus und dann war Feierabend. Ne? Musste ich gehen. War traurig für mich, ne? Dass man irgendeinen hatte, der das wusste, der das dann
verpetzt hat, ne? Mich dann da auflaufen lassen hat. Melanie war auch da, als das Jugendamt 2012 seine 4 Kinder in Obhut nahm. Danach bin ich in so ein tiefes Loch gefallen. Ne? Ich hatte, also alle 4 waren weg, ne? Und ich bin im Loch gefallen. Geheult, der hat nur geheult. Alles, ne, die Wohnung, alles blieb liegen, keine Wäsche gewaschen, Dreckstall, alles. Also mit ihm konnte man nichts mehr anfangen. Ne? Das war für ihn dann, wo er tief gefallen ist. Ne? Und aggressiv wurde er ein bisschen. Ja, und dann fing er an zu kämpfen, ne, Olli? Ja. Ja, und dann kamen meine 2 wieder nach mir nach Hause. Die Großen. Die Großen, ja, haben die mir wiedergegeben. Habe ich auch gekämpft drum, sonst hätte ich die auch nicht wiedergekriegt. Und ich sage, ich weiß nicht, wenn ich lesen und schreiben gekonnt hätte, ich weiß nicht, ob mein Leben so gekommen wäre. Weiß ich nicht. Weiß man nicht. Das weiß man nicht. Nee. Ich hätte mich mit denen hinsetzen können, lesen. Ich hätte mit denen dann ABC zu Hause gelernt. Ich hätte alles mit denen zu Hause gemacht. Ich hätte alles. Ich hätte alles machen können. Ich hab, wären die alle Türen offen. Die Kinder, ich hätte nicht heute die Hilfe. Ich hätte hier sitzen können und mit meinem Sohn jetzt hier Hausaufgaben machen können. Ich habe jetzt Hausaufgaben wieder gekriegt, ich glaube 18, 20 Seiten. Ja, die kann ich nicht mit ihm, ich kann ihm die Erwartung nicht geben, bin ich ehrlich. Aber bin ich deswegen ein schlechter Mensch? Bin ich deswegen nicht erziehungsfähig? Das hat doch mit dem Lesen und Schreiben nichts zu tun. Laut Jugendamt ging es aber nicht um das Lesen und Schreiben. Es war die Zeit nach der Trennung von seiner Frau. Oliver hat darunter sehr gelitten. Die 4 Kinder sollten eigentlich bei ihm bleiben. Doch das Jugendamt hielt ihn schließlich für überfordert damit. Für nicht erziehungsfähig. Oliver hat sich gewehrt und streitet vor Gericht noch immer um das Sorgerecht seiner 2 Jüngsten. Er will seine Kinder unterstützen, ihnen eine Perspektive geben. Meine Ziele sind einfach, ein Vorbild für meine Kinder zu sein. Und wenn ich morgen lesen und schreiben könnte, würde ich meinen Kindern sagen, pass auf, Mädel und Junge, hör zu, Papa macht wieder, Papa geht, seht ihr, ich mache auch noch. Ja. Kann ich mich direkt mit Selina und René gleichzeitig anmelden. Klar, die treten jetzt, wenn wie Selina jetzt im Moment drauf ist und der René drauf ist, Versprechungen, werden die vielleicht nichts, ja, wenn ich ehrlich zugib, ja, nichts lernen, nichts aus dem Leben machen. Er will unbedingt, dass seine beiden Ältesten ihre Schule ordentlich beenden. 7 Uhr morgens. Oliver will sicher gehen, dass René zur Schule geht und fährt ihn persönlich. Nimm dein Handy mit. Du gehst dein Handy nicht. Deine Sachen sind raus. Na, ich brauch nicht viel. Ich höre dich nicht so ganz gut. Warte mal kurz. Der 9-Klässler bekommt sein Halbjahreszeugnis. Es sieht nicht gut aus, wegen der ganzen Fehlzeiten. Die 9. Klasse musste er schon einmal wiederholen. Mehr ein bisschen, ja. Ja. Das machst du jeden Tag? Ja. Ja. Ich habe die jeden Morgen hingebracht und plötzlich kriegte ich irgendwann einen Brief. Von der Schule so. Ja, der war nicht in der Schule. Und ich denke, hä, ich habe den noch jeden Morgen hier rausgelassen. Jeden Morgen fahre ich den gleichen Weg und dann kriege ich Bußgeld. Ja, ein Bußgeldverfahren von der Schule aufgebrummt. Ja, und ich habe den jeden Morgen hier rausgelassen. Jeden Morgen. Am Nachmittag ist René wieder zurück. Er will Taschengeld. 40, 45. Ich hab nur 45. Ja, das ist egal, reicht, ist egal. Du kriegst noch 5 Euro wieder. Ja, nee, brauchst du nicht. Habt ihr eigentlich schon über das Zeugnis gesprochen? Oder? 35. Ja. Wegen Ticket für den. Nee, wieso? Ja, ich brauch 35 wegen Ticket. Wieso? Ja, dein Zeugnis. Genau, das hab ich dich ja. Was ist damit jetzt? Ja, zeig dir mir doch mal. Gib doch mal her. Das ist bestimmt nicht gut ausgefallen. Ja, ich war ja auch nicht da. Geknickt, ne? Und dann soll ich das jetzt unterschreiben oder was? Dann möchtest du, dass ich das unterschreibe? Was soll ich sonst machen? Soll ich das die ganze Zeit in der Hand halten? Ich kann ja Widerspruch einnehmen. Warum willst du Widerspruch? Ich war eh nicht da. Ja. Das ist gut, dafür, dass ich nicht da war, ist das gut. Bleibst sitzen, oder?
Ja, ich muss jetzt das, jetzt muss ich ab sofort jeden Tag gehen so. Ja. Jeden Tag. Da muss ich halt gut mitmachen und so. Ja. Dann werde ich noch kann ich halt nach Ende 9 kriege ich dann Hauptschulabschluss. Bei bleibenden Leistung, Lernleistungen wird Ihr Sohn am Ende der Klasse 9 von voraussichtlich keinen Abschluss erlangen. Shit. Okay, das ist jetzt erlangen. Und damit die Versetzung in diese Klasse 10, die Klasse 10 nicht erreichen. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Bin jetzt darüber traurig? Ja, die Leistungen in den Fächern, ne? Religion, ja. Deutsch, Mathe, ja. Englisch, Kunst, Sport, Politik, Biologie, alles, Chemie, ja. Physik. Ja, darüber, das ist ja, ich kann mellern. Arbeitslehre, Wirtschaft. Ja, ich habe nächste Woche muss ich Termin machen mit, die kennt sich damit besser aus. U25. Nein. Bei uns an der Berufsberatung. Ja, genau. Berufsberatung, da mache einen Termin, dann gehe ich mit dir da zusammen hin. Nein, warum du mit mir? Ich muss alleine mal selbst machen. Ja, und dann? Er kann alleine machen, der ist alt genug. Ist ja, ich muss doch wissen. Das ist meine Schule. Ja, ja, aber ist doch besser, wenn ich dabei bin, oder? Dass ich dann drauf reagieren kann. Ja, sag nicht, dann macht er alleine. Ja, tschüss. Am liebsten hätte ich ihm das Geld jetzt nicht gegeben für Schlittschuhfahren, aber... Ich finde das nicht toll, dazu ich das. Ja, aber ne? Also du kannst kein Ding sein. Ich kann ja nicht. Nein. Weil er nicht gegangen ist. Muss unterschreiben und dann ist gut. Ja, ich weiß. Das ist nicht gut, ist das. Der ist doch jung, der kann auch alles schaffen. René hat andere Pläne. Die Schule abzuschließen gehört jedenfalls im Moment nicht dazu. Klar ist, wenn er sich jetzt nicht richtig ins Zeug legt, dann wird er von der Schule abgehen müssen. Denn noch einmal darf er die 9. Klasse nicht wiederholen. Und dann? Was machst du nach den Sommerferien? Ja, nix, was soll ich machen? Ne? Bis du 18 bist, was machst du dann? Ja, mein Leben chillen, ein Jahr nur. Ist doch nicht viel. Ein Jahr geht schnell rum. Also du willst mir sagen, du willst ein Jahr zu Hause bleiben, du machst nichts, weil du sagst, du willst chillen. Du sagst, es ist nur ein Jahr. Ein Jahr ist ein Jahr. In ein Jahr kannst du wieder ein Jahr Schul weiter sein. Wenn die durch die Sacheferien sagen, oh René, komm, wir haben uns überlegt, komm, du machst die 10. jetzt mit. Ey, dann nutzt die Chance, Junge. Hab ich schon gerade gesagt, hörst du eigentlich nicht zu? Dann nutz sie doch. Dann mach hörst mit. Du gerade nicht zu? Und wenn du nicht gehst, hast du gerade nicht zugehört? Du musst ja, willst ja eine Ausbildung machen, oder? Das ist du willst ja irgendwas machen. Sonst kriegst du ja keine Arbeit. Gut, man kriegt Arbeit. Ja? Man kriegt Arbeit. Ne? Weißt du, ich will Gärtner werden oder nein, ich will Hausmeister, also nicht Hausmeister, hier so die Frage, Putzkraft werden. Hast du denn bei der U25 sorry. Oder ich will hier. Wieso? Ich hab den Finanzamt geputzt. Das ist doch auch gut? Nee. Ich hab Büros sauber gemacht, wo Leute sitzen, die auf dem Kohle verdient haben. Ich hab im Finanzamt gearbeitet. Ja, was hast du jetzt davon? Hast du dadurch mehr Geld bekommen? Nein, also. Nee, ich war stolz auf meinen Job. Ja. Ist dein Vater für dich auch ein Vorbild? Ich hab Schulen geputzt. Nicht wirklich. Warum? Weil er halt, sag ich mal, ja, so halt Jobs hatte, so halt, die mir einfach nicht gefallen. So. Also, ja, gibt's halt mehrere Punkte, so, wo ich sag, ist halt, kein Vorbild dann für mich so, also. Oliver selbst jedenfalls will dranbleiben. Lesen lernen. In Corona-Zeiten von zu Hause. Ja. So, jetzt knickst du das ja, ne? So, knickst das dann um. Jetzt hast du nichts mehr. Jetzt hast du nur die Bilder. Ne? Da musst du, das Schwierige ist ja jetzt, das darf nicht wahr sein, ey. Ich komme ja gar nicht mehr damit klar jetzt. Nochmal. Ohne den Lehrer und ohne die anderen Kursteilnehmer fällt es ihm schwer, sich zu konzentrieren. Ob das richtig war. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann das besser, ne? Das weiß ich. Dann weiß ich, dass ich das besser kann. Aber ich glaube, dass Ollis Kamera
Mit anderen Betroffenen und Helfern hält Oliver in der Corona-Zeit Kontakt über Skype. Deine Kamera wechselt, man hat ja manchmal... Ist die schwarz? Ja! Wow! Super. Hier, brennt halt. Ah, ist doch schön, ja. Hallo, hi. Alles klar? Könnt ihr mich sehen? Es gibt Erfolge zu berichten. Olivers Kurszeugnis der VHS. Oh, mein Bein. Könnt ihr das sehen? Häufig nahm Herr Meise sogar die Rolle eines Hilfslehrers ein und konnte sein teilweise schon fortgeschrittenes Lese- und Schreibniveau nutzen, um den anderen Kursteilnehmern zu helfen. Insgesamt legte Herr Meise ein sehr vorbildliches Sozialverhalten an den Tag und beeinflusste so positiv das Kursklima. Ja, super. Ich sehe es dir an, du bist richtig stolz. Ja, ich bin auch darauf stolz. Ja. Und ich sehe das ja selber, dass ich Fortschritte gemacht habe. 2 Verschlusskappen. 2 Verschlusskappen. Auto. Schaum mit 10 Liter, also 2 Kappen. 2 Kappen jetzt bei 10 Liter. So, und jetzt 2 Kappen. 2 Monate später. René will heute seinem Vater beim Autowaschen helfen. Für Oliver eine gute Gelegenheit, noch einmal über das Schulthema zu sprechen. Schaum ist gut, Schaum ist wichtig, Schaum ist wichtig. Auch Selina hat versprochen zu kommen. Oliver hatte sie am Anfang des Jahres in einer Abendschule angemeldet. Ach, die Selina kommt doch. Aber auf dieser Schule ist Selina auch nicht mehr. Kurz nach Unterrichtsbeginn hat sie sich für lange Zeit krank gemeldet und dann den Schulplatz wieder verloren. Dafür hat ihr Bruder René eine neue Idee. Ein Werkstattjahr. Schule und Praxis. Ein Sozialprojekt. Da gehe ich dann halt 3 Tage arbeiten, 2 Tage halt Schule, mache dann meinen Hauptschulabschluss nach. Und ja, das war es eigentlich so. Und seine Schwester hat noch keinen Plan B. Also ärgern schon ein bisschen, weil ich ja wirklich vorhatte, das durchzuziehen mit der Schule, um aus meinen Fehlern zu lernen. Aber so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, so Schule, Wohnung und so mein Leben, alles auf Kette kriegen, alles auf einmal, schaffe ich nicht. So, das heißt, fange ich jetzt erstmal Schritt für Schritt an. Weil sonst bringt mir das auch nichts, wenn ich alles auf einmal mache, das dann nicht funktioniert, ich mich dann dafür ärgere, dann keine Motivation mehr habe, wenn die andere Sache nicht mehr funktioniert. Beim Thema Schulabschluss wird Oliver mit seinen beiden Kindern wieder von vorne anfangen müssen. Ja, für mich ist das nicht gut, ne? Weil ne? Ich habe mir mehr erhofft von meinen Kindern halt, ne? Sodass die aus ihr Leben was machen, ne? Weil die können ja lesen. Die können ja schreiben, ne? Und ich sag mal, wenn die schreiben und lesen können, dann steht denen eigentlich die Welt offen, ne? Als Oliver so alt war wie René und Selina, fühlte er sich im Stich gelassen. Deshalb wollte er immer ein fürsorglicher Vater sein. Damit seine Kinder sich später nicht die Vorwürfe machen, die ihn noch immer quälen. Hätte ich es anders machen können? Hätte ich es nicht anders machen können? Bin ich jetzt selber schuld mit dem Lesen und Schreiben? Ich weiß selbst nicht die Antwort.